Hallo, weil ich hier gerade so gemütlich in der Morgensonne sitze, spontan einige Worte zur Merkur-Venus-Konjunktion am Donnerstagmorgen im Zeichen Jungfrau. Das ist ja nun wirklich eine besondere Gelegenheit, um unsere Angelegenheiten ganz gründlich zu klären, zu bereinigen. Jungfrau, das Reinigungszeichen, ein psychosomatisches Zeichen, wo wir Körper und Seele zusammenbringen können, integrieren können, was auf den verschiedenen Ebenen, sei es eben körperlich oder seelisch, nicht in Balance ist, nicht im Einklang ist. Und dieser Donnerstag wird uns da eben, auch der Mittwoch schon, aber eben noch intensiver der Donnerstag, wunderbare Gelegenheiten bringen. Der Merkur ist ja im Moment rückläufig. Er läuft also von 4 auf etwa 3 Grad langsam zurück in Jungfrau, und die Venus am Beginn des Zeichens Jungfrau trifft vorwärtslaufend am Donnerstag auf den Merkur, und die beiden gehen Hand in Hand. In der ersten Tageshälfte bilden sie ein sogenanntes Duett, das heißt, sie sind zu zweit ganz nah beieinander, ohne jeden Aspekt zu anderen Planeten. Erst am Nachmittag oder am Abend bildet sich ein Halbsextil zu Mond und Lilith in Waage, das heißt, ab Nachmittag und auch zum Abend zu wirkt diese Klärungsenergie dann ganz besonders in Beziehungsangelegenheiten. Da können wir es vielleicht dann ab Nachmittag ganz besonders deutlich spüren oder umsetzen, wobei es vorher auch schon auf unsere Beziehungen einwirkt, weil die Venus ja mit im Spiel ist. Und die Venus, die insgesamt ja für Liebe steht, möchte einerseits den Fokus auf unsere Selbstliebe richten. Wo gehen wir gut, heilsam, nährend und auch im richtigen zyklischen Vorgehen mit uns um? Und der Merkur gibt uns dazu einfach gute Ideen. Rückläufiger Merkur zeigt uns auch, wo haben wir das in der Vergangenheit nicht so günstig gemacht. Und wo gibt es jetzt da Gelegenheiten, um in unserem Umfeld etwas zu verändern, etwas zu sichten, zu klären, auszumisten, zu ordnen. Das Zeichen Jungfrau ist ja bekanntlicherweise ein recht ordentliches, aber vor allen Dingen, um uns Gelegenheit zu geben, überflüssigen Ballast abzuwerfen. Also somit könnt ihr jetzt diese Tage und ganz besonders den Donnerstag nützen, um euch und den Menschen in euren nahen Beziehungen wirklich etwas Gutes zu tun, indem ihr Überflüssiges aus dem Feld nehmt, Strukturen tiefer versteht. Das Zeichen Jungfrau fördert die Analyse und unser Verständnis. Und ihr könnt das natürlich auf der ganz praktischen Ebene machen, indem ihr euch mit Heilpflanzen einlässt. Pflanzen, die euch die richtige, günstige, nährende oder heilende Schwingung bringen, indem ihr einfach das richtige Heilmittel herausfindet, indem ihr mit Menschen kontaktiert, die auf der medizinischen oder eben heilerischen Ebene für euch günstige Fähigkeiten haben. Also einfach auch ein Tag, um sich mit seinen Wehwehchen, seinen Krankheiten gut zu befassen und zu erkennen, wo habe ich da in der Vergangenheit vielleicht noch nicht so den richtigen Weg gefunden. Und jetzt können wir da einfach gute neue Möglichkeiten mal ausprobieren. Bedenken wir auch, wir haben ja einen Neumond hinter uns. Neumond in Löwe, der mit
auch sehr stark mit Zwillingsenergie befruchtet war. Also Zwillinge sind ja gute Informationen, neues Wissen. Dieser Neumond entwickelt sich diese Woche gerade erst. Das heißt, ihr könnt diese aufbauenden Energien zusammen mit den reinigenden, klärenden Jungfrau-Energien jetzt besonders nützen und eben auch mal schauen, wie kann ich damit meine Liebesfähigkeit erweitern, meine Beziehungen ganz genau und in Ruhe betrachten, wo steht vielleicht doch die eine oder andere Veränderung an und wo passt es aber auch schon. Es muss ja nicht immer alles verändert werden. Es ist auch eine gute Gelegenheit, um sich mal selber zu loben und diesen Tag zu nutzen, um mit anderen liebevoll darüber zu sprechen, was haben wir eigentlich alles schon in diesem Leben bereinigt, geklärt und für uns und andere Gutes geschaffen. Somit wünsche ich euch ein schönes, günstiges, hilfreiches Umsetzen dieser Jungfrau-Energien zusammen mit der kreativen Löwesonne. Einen guten Tag wünscht euch allen Martin von Ad Astra. Tschüss.